Hallo zusammen, willkommen bei No One Survive. Wir hatten in der letzten Folge etwas gebaut. Ich habe jetzt noch nicht wirklich viel weiter gesammelt. Ein paar Fundamente sind noch fertig geworden. Priorität hatte erstmal der Schmelzofen. Ja, da sind wir auf ein kleines Hindernis gestoßen. Und zwar braucht der Schmelzofen 15 Ziegel. Baumstamm, Stein, Lehm war jetzt kein Problem. Zwei Lehmvorkommen hatte ich hier in der Nähe, die habe ich mir abgefarmt. Und dachte mir, okay, baust du dir einfach mal hier den Holzkohleofen und stellst dir Ziegel her. Aber für einen Ziegel brauchen wir vier Lehm. Das ist eine Menge. Und wir brauchen insgesamt 15 Ziegel. Also da sind wir jetzt noch nicht dabei. In unserer Kiste hatte ich jetzt noch mal vier Ziegel, die ich irgendwo gefunden hatte. Ich glaube nebenan sogar. Ja, also sind Ziegel auch Gold wert. Heute haben wir aber etwas Besonderes vor. Heute gehen wir nicht bauen. Ja, looten will ich mal nicht sagen, dass wir nicht looten gehen. Ich habe nämlich den Karren beladen mit lauter Krimskrams, was ich nicht mehr brauche. Wo ich jetzt einfach zu viel davon habe, was mir die Kisten verstopft, habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Wir gehen heute mal hier zum Händler, mal sehen, was er uns abnimmt, was wir eintauschen können. Und dann dachte ich mir, okay, wenn wir beim Händler sind, dann können wir ja vielleicht gleich mal hier in diese Gegend mit dem Kahn weiterschauen oder wir schauen uns mal hier dieses kleine Häuschen an. Das ist grob der Plan für heute, aber zuvor gehen wir noch mal rein. Wir stärken uns. Ich habe noch eine Dose im Inventar, die würde ich jetzt gerne noch hier durchbrutzeln. Ach ja, nee, Stecker haben wir. Ist gut. Stecker ins Feuer und dann haben wir hier noch einmal Dosenfleisch. Und ich habe mich auch etwas ausgerüstet diesmal. Zwei Erste-Hilfe-Sets dabei, dreimal Salbe, welche 20 Leben bringt, zweimal Adrenalinspritzen und einmal Behandlung von Malaria, falls man da irgendwas verdorben ist, mal essen soll. Nein, essen sollten. Jetzt war ich zu langsam. Ach, jetzt war ich zu langsam. Habt ihr das gesehen, wie schnell das Essen weg war? Und so viel Essen haben wir auch nicht. Ja, muss man wirklich hier aufpassen. So, schnell raus damit. Dann sind wir fertig mit Köcheln. Ich würde diesmal ganz normales Wasser trinken. Diesmal trinkt man kein Flusswasser. Wir essen unseren Eintopf. Gucken wir mal, das sieht gut aus. Alle Werte fast oben. Wasser warten wir noch ab. Ich habe da reichlich davon mit. Ich schnapp mir den Wagen. Und das ist jetzt ein bisschen langsam, was wir da unterwegs sind. Daher würde ich sagen, wir sehen uns ja gleich beim Händler wieder. Da sind wir angekommen beim Händler und schaut mal, was ich gerade entdeckt habe. Ich glaube, unsere Sorge mit Lehm ist vorbei. Ich hatte mich gerade gefreut, denn unterwegs habe ich jetzt noch zwei Lehmvorkommen gefunden. Das kommt alleine hier aus zwei Lehmvorkommen. Wenn ich sehe, was hier ist, da können wir auf dem Rückweg entspannt unseren Karren wieder voll machen. Jetzt gucken wir erstmal, der Händler, was hat er denn eigentlich anzubieten? Ich möchte einen Deal mit dir machen. Ich habe hier ein paar gute Sachen für dich. Ich möchte Fähigkeiten von dir lernen. Ich möchte einen Deal mit dir machen. Oh, Waffenhändler. Ist natürlich schlecht. Ein paar schöne Dosen Nahrung wären mir jetzt lieber gewesen. Aber der hat Munition. Munition ist schon mal super. Stellt sich mir auch gerade die Frage, wann füllt denn der wieder sein Inventar auf? Eingestellt habe ich, dass Loot nach 5 Tagen respawnt. Jetzt ist die Frage,
hat das der Händler auch, dass der nach 5 Tagen sein Angebot erneuert. Naja, da würde ich sagen, wir nehmen uns wenigstens mal die Munition mit. Ich versuche mal hier ein paar Kleidungsstücke. Ich nehme einfach mal ein bisschen was hier ins Inventar rein. Oh, das will der gar nicht. Doch, ich wollte es mit Doppelklick reinziehen. Hat nicht funktioniert, man muss es halt mit der Hand reinziehen. So, pass mal auf, wir ziehen das mal ein bisschen was rein. Das sind Schuhe. 28,16. Ein bisschen verwirrend mit diesem blauen Balken. Hier vorne erscheint halt eine Zahl. Ob die ist wichtig. Beobachte das mal ganz kurz. Wenn wir sagen, wir wollen jetzt hier die 44er Munition. 65 will er dafür haben. Oha. Da wissen wir Bescheid. Passt auf, anders. Wir packen mal alles rein, was wir haben. Und dann weiß ich schon mal, wie viel wir überhaupt uns leisten können. So, eine Mütze haben wir noch. Und dann wollte ich mal sehen, ob der hier die ganzen Pflanzenfasern nimmt. Da habe ich so viel davon. Ah, das ist hier 59,3. 0,01. Das kann man vergessen. Da kann ich sie lieber wegschmeißen. 12 mm. Das ist gut. Wir hätten eine Shotgun. 7,62. Pistolen hätten wir gefunden. Ich hätte auch mal Waffen, die ich jetzt nicht brauche, mitnehmen können. Aber wissen wir Bescheid. 44er. Ich würde sagen, wir nehmen die 12 mm. 23. Wir hatten eine Pistole, eine 44er. Ach, da opfere ich jetzt ein Erste-Hilfe-Set. Was soll's? Das hat gut was gebracht. Sechs, 65,3. Transaktion bestätigt. Mit stolzer Besitzer von 25 Schuss 44er Munition. Wartet mal, ich habe ja noch viel mehr im Kern. Wir brauchen eigentlich Platz. Wartet, ich nehmen das mal raus. Können wir uns doch sicherlich noch die 9 mm holen. Will er 23 dafür. Ja, komm, dann ist es weg. Ich habe halt Platz auch im Inventar gebraucht. Wenn es Bücher, das sind halt doppelte Bücher oder Bücher, die ich bereits gelernt habe. Mütze passt. Bestätigen. Bevor ich jetzt hier farm looten gehe, gehen wir hier noch mal im Haus vorbei. Ich sag mal, das ist so eine Offscreen-Sache, da muss ich euch jetzt nicht mit dazu nehmen. Das hat jetzt auch bloß 2, 3 Minuten gedauert, bis ich hergelaufen bin. Da kann ich mir den Kern, denke ich mal, voll machen und dann bekommen wir unsere 15 Ziegel aus der Schmelze raus. Beziehungsweise aus dem Brennofen. So, hier sieht es wieder aus wie eine Farm. Da bin ich mal gespannt, ob wir etwas Nahrung finden.
Ach, das ist wieder so ein Haus, was wir letztens hatten. Und da gab es nicht wirklich viel. Hoffentlich gibt es hier etwas mehr. Sind nicht allein. Hey, was ist denn das? Springt ziemlich einfach an. Irgendwas muss es doch in den Scheunen zu finden geben. Lehm. Da schnappe ich mir den Kern und wir gucken mal hier in die Siedlung. Das ist jetzt nicht so weit weg. Wenn die Blutung vorbei ist, obwohl können wir uns jetzt schon 30, 40, fast 50 Punkte fehlen schon. Oh, einmal Salbe. Nochmal eine Salbe drum. Können wir uns hier das Erste-Hilfe-Set sparen. Was ich bisher noch nicht herausgefunden habe, wie ein Essenerzbrocken aussieht. Der sieht schon verdächtig aus. Kann natürlich auch normaler Stein sein. Ich hatte es gerade versucht in der Scheune, aber war mir nicht gelungen, den Klumpen abzufahren. Aber jetzt Pfeil und Bogen oder eine Pistole. Dann wird es heute Abend ordentlich Proteine geben. Gibt es auch ohne Pfeil und Bogen? Oh ja, oh ja. Wie lange hält denn das? Oh, das hält nicht sehr lang. Eigentlich müssen wir direkt zurück. Was haben wir hier? Haut. Ja, da wissen wir wenigstens Bescheid. Was wir noch brauchen, ist das Räuchergestell. Das ist natürlich jetzt schade um das schöne Fleisch. Aber Versuch macht klug. Räuchergestell. Ich habe das schon irgendwo gesehen. Ja, habe ich sogar schon gelernt. Müssen wir dann direkt mit dem Bauhammer bauen. Auch mal Eisenbahn. Ups. Zwei Eisenbahnen. Tja, das ist der endlose Kreislauf. Ohne Schmiede, Schmelze, keine Eisenbahn, ohne Eisenbahn, kein Räuchergestell.
105 Leben. Wasser, da könnte man noch ein Schlückchen trinken. Davon haben wir schon die Siedlung. Da bin ich mal gespannt, was wir finden. Der Kahn ist zwar schon reichlich gefüllt. Aber ich sag mal, wir können ja das Wichtige mitnehmen. Wichtig wäre für mich jetzt erstmal Nahrung. Medizin haben wir unser Krankenhaus, das ist ja noch offen. Das nenne ich mal ein Haus. Meine Güte, geht schon gut los. Erze ohne Ende. Kann ich aber jetzt nicht alle mitnehmen. Tut eigentlich richtig weh, wenn man das liegen lässt. Aber wir kommen wieder. Einfache Teile, definitiv, nehmen wir die mit. Soll ich wegstecken? So ein riesiges Haus. Da müssen wir doch irgendwo noch reinkommen. Ich glaube, von der anderen Seite geht's rein. Ist aber auch verflixt mit der kleinen Machete. Diese Range, ich kann mich da einfach nicht dran gewöhnen. Die ist. Nicht kurz, nicht lang. Ach, ein Motel ist das. Dann klärt so einiges. Ist mir ehrlich gesagt jetzt ein bisschen viel los hier. Sagt unser Leben 75. Skillbücher. Kochen. Braucht man nicht. Maschinenbau. Ich habe schon so viele Bücher. Nehme ich schon mal alles mit. Er kommt. Seht ihr das? Da kann man draufhalten, wie man will. Manchmal will es einfach nicht. Da schlägt er einfach daneben. Wärmetauscher.
Oh ja. Ach, kommt der nächste, oder? Kochtopf nehme ich mal mit. Und geh weiter. Geh weiter. Nee, da kommt rein. Und manchmal klappt es wieder. Was ist das eigentlich? Schöne Tomatensuppe, schmackhaftes Dosenfleisch mit Honigsoße. Schöne Flasche Wein. Der heilige Gral, was wir hier entdeckt haben. Empfindliche Teile, das kenne ich gar nicht, nehme ich mit. Kabel kann man mitnehmen. Feiner Stoff. Und was haben wir hier? Patronen. Vierundvierziger, haben wir die nicht gerade gekauft? Eben gekauft und gerade gefunden. Haushaltsbatterie. Elektronisches Bauteil, ja, nehme ich mit. Feinen Stoff nehme ich mit. Militärische Handschuhe, Verteidigung plus 3, Kältewiderstand plus 15. Pass auf, dann können wir die rauswerfen. Ausrüsten. Baumwollhosen. Zeichnung eines Metallbogens. Oh, jetzt sind wir voll. Wenn wir jetzt noch was Gutes finden, dann müssen wir noch mal raus zum Kern. Eine Salbe, die passt gerade noch so rein. Und den Verband, den braucht man nicht. Also sehr erfolgreiches Haus. Meine Güte, es sind hier viele. Ich gerade. Ich glaube, wir müssen uns mal waschen. Also hier sind wir nicht zum letzten Mal gewesen. Ich glaube, das wird meine Lieblingsstadt. Wir haben das riesige Motel. Wir haben mir dieses kleine Haus durchsucht und die Taschen voll bis oben hin.
Schöne Konserven, vor allen Dingen das Schöne ist, Konserven halten sich so lang. Und unser Fleisch, oh, das kriegen wir noch nach Hause. Und ich muss mal sehen, wie wir das nachher zubereiten. Räuchern ist immer gut. Naja, gut. Dann machen wir heute mal eine etwas kürzere Folge. Ich würde mich jetzt, denke ich mal, auf den Nachhauseweg machen. Der Kahn ist ja so alt. Ja, komm. Wollt mal reingucken. Ich wollte mal reingucken. Ja, der ist so gut wie voll. Da passt jetzt nicht wirklich viel rein. Da mache ich nämlich den Kahn leer. Hol nochmal ordentlich Lehm. Vielleicht mal sehen, wie viel Zeit ich habe. Vielleicht tue ich auch noch ein bisschen weiter an der Base bauen, dass es da auch vorangeht, dass man die angezeichneten Fundamente fertig bekommen. Und in der nächsten Folge gucken wir einfach mal, was da auf uns zukommt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da, würde ich mich drüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.